Sonne. Hallo, Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Aaron weiß das. Gegen den Dummen von Gewitter im Kopf. Tim! Jan, sitzt doch davor. Nein, schon. Das ist ein Assi, oder? Nächste Woche geht's gegen lasse dich hier nicht so leicht dissen. Nächste Woche geht's gegen Jan. Aber heute erstmal gegen Tim, Aufbaugegner. Oh, du hast Kuchen von Marvin gegessen, mach. So, meine Lieben, hier einmal die Regeln. Es werden 13 Fragen gestellt. Warum 13? Weil unser Wer wird Millionär-Legendenkandidat 13 Fragen in Folge richtig beantwortet hat. Und hier die Regeln. Wer zuerst buzzert, darf antworten. Beantwortet er die Frage richtig, gibt's einen Punkt. Ist die Antwort falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Außerdem hat der Gegner dann die Möglichkeit, selbst zu buzzern und kann bei richtiger Antwort einen zweiten Punkt ergattern. Antwortet er aber auch falsch, bekommt der Erste einen Punkt. Verstanden? Los geht's. Ich hab Kuchen gegessen. Du hast hier ein paar weiße Flecken irgendwie. Nein, jetzt ist es zu spät. Ist das überhaupt Kuchen oder? Oh, mir ist es Zahncreme. Ich hab mir gerade an der Tanke Beefy geholt. Du riechst voll nach Vanille. Beefy Vanille? Weiß ich nicht. Weißt du, was das Ding ist? Wenn ich jetzt mehr Fragen als du richtig beantworte, dann stehst du richtig dumm da. Ja, ich weiß. Wir machen mal eine Testfrage. Ah, wie heißt denn der Bösewicht bei den Schlümpfen? Gargamel? Ich weiß wirklich wieder. Ach, das ist immer die Testfrage, oder was? Und jeder weiß es von Lex. Ich hab mir voll die Mühe gegeben, du hast ja nicht mal gedrückt. Nee, weil ich dich erkenne, Gargamel. So. Apropos, das weiß jeder, warum spielen wir eigentlich 13 Fragen? Warum spielen wir 13 Fragen? Weil du 13 Fragen bei Wer wird Millionär richtig beantwortet hast. Bisschen motivierter. Weil du 13 Fragen bei Wer wird Millionär richtig beantwortet hast? Was? Entschuldigung, ich wollte nicht so schreien. So, jetzt geht's aber los. Hände hinter den Rücken. Facebooks Unternehmenswert wurde 2014 auf 100 Milliarden Dollar geschätzt. Im Februar 2021, also 7 Jahre später, liegt der Börsenwert jetzt schon bei 766 Milliarden US-Dollar. Wie viele Nullen haben denn 100 Milliarden? Oh! Wie viele Milliarden? 100 Milliarden. 8? Nee. Falsch. Punkt für Aaron. Ich nehme den Punkt, ich hätte 11 getippt. Frage ist zu. Ach, Milliarden, das wären 100 Millionen, ne? Ja. Es wären 11 gewesen. Nein! Ich bin so schlau! Oh nein. Milliarden 9. Das habe ich nämlich schon auf meinem Konto gesehen. Ja. Zu welchem Club wechselte Miroslav Klose nach seiner Station beim FC Bayern? Bin ich raus. Lazio Rom. Bin ich raus. Richtig. Mann, der hat unser Weltmeister. Der hat uns nochmal geholt. Der war gut. Ich interessiere mich nicht so für Nationalmannschaften, bin ich ehrlich. Ja, du bist Köln-Fan, also interessierst dich auch nicht für Fußball. Sagt der Hertha-Fan mit der Finanzspritze. König Knossi ist ja dafür bekannt bei Neuen Live. Neuen Live. Nochmal. Und bei Neuen Live? Ja, bei Neuen Live. Ja, er hat bei Neuen Live war er Top-Gewinner. Nein, ich weiß, was jetzt kommt. Ja, egal, red mal weiter. Meine Hände riechen nach Diesel, weil ich gerade tanken war. Sonst immer nach Wichse. Hast du auch einen Diesel? Nein! So schnell kommt man von Knossi zu dir. Okay. Also, deswegen stellen wir auch eine neue Live-Frage. Nennt mir einen... Nee, du musst jetzt mal die Frage und Stottern vorlesen. König Knossi ist ja dafür bekannt, damals bei neuen Live knifflige Fragen zu stellen. Das nehmen wir zum Anlass und ich frage euch, nennt mir einen weiblichen Vornamen mit genau 3 A's. Ein Vornamen mit 3 A's? Weiblich. Weiblich. Mhm. Margareta. Richtig. Kannst du nicht lieber fragen, wo irgendwie Weihnachtsmann und KKG lief oder sowas? Kommt vielleicht noch. Aber erstmal, Angela Merkels Amt neigt sich langsam dem Ende zu. Amtszeit. Zuerst müssen die Bürger aber einen neuen Bundestag wählen. In welchem Monat diesen Jahres finden die Bundestagswahlen statt? Mann. September. Nein! Richtig. Ich bin so scheiße. Am 21. März startet die neue Formel-1-Saison. Der Sohn von Legende Michael Schumacher. Sorry, es ging doch gerade noch um Merkel. Die Frage habt ihr doch gerade schon beantwortet. Sorry. Ich auch zu stänkern auf Zwang. Am 21. März startet die neue Formel-1-Saison. Der Sohn von Legende Michael Schumacher feiert dann sein Debüt in der höchsten Rennserie. Für welches Team geht denn Mick an den Start? Hey, das kann doch nicht sein. Ich war letztens geschockt. Sebastian Vettel, der hat zu links gewechselt. Nee, der hat einfach Haare weg. Der ist doch jetzt bei Aston Martin und ich. Haben die jetzt nicht eine. Keine Ahnung, Rennen? Haare weg. Also ich könnte jetzt raten, aber. Ferrari, Mercedes, wird doch. Oh, irgendwas mit P. Ich würde Ferrari sagen. Nee, Ferrari, dafür ist er, da muss er erst beweisen. Frage ist zu. Und der Rennstall heißt Haas mit Doppel-A. Okay, dann wäre ich voll im Arsch gewesen, keine Ahnung. Kannst du mal bitte ruhig sein, Jan? Sorry. Nein, bin ich nicht. Wie heißt die zentrale Sicherheitsbehörde der USA, welche sowohl die Strafverfolgung als auch den Bereich des geheimen FBI? Richtig! Nein! Ich war mir nicht sicher, ob CIA oder FBI. Ich habe nur FBI gedacht und dachte, wenn der buzzert, wird es FBI sein. Hey, wie viele Punkte hast du schon? Da steht's, rot bin ich, blau bist du. So als wenn Köln gegen Hertha spielt. Ich bin Hertha. Was passiert nach ungefähr 2 Stunden, wenn man Cola mit Milch mischt? Was?
Man sollte es nicht mehr trinken. Diabetes? Ich habe keine Ahnung. Pepsi. Geheimrezept. Ich habe keine Ahnung. Gut, Frage ist zu, möchtet ihr raten? Es explodiert. Nichts. Nein. Nichts. Das wäre witzig als Antwort. Die Mischung wird durchsichtig, denn die Farbe setzt sich ab. Hä, was? Wie krank ist das denn? Müssen wir mal testen. Ja. Max Kruse überzeugt bei Union dieses Jahr mit Top-Leistungen. Haha, nein! Liege! Sein größter Wunsch ist es, mal wieder für die Nationalmannschaft zu spielen. Olympia. Die wahrscheinlichste Möglichkeit dafür wäre Olympia 2021. In welchem Land findet es? Japan. Tokio. Richtig. Ich habe das alles noch nie gehört, keine Ahnung. Wir begeben uns auf Personensuche. Ich suche einen Italiener. Ich will nur sagen, leider ein wahres Argument. Ron Zaletski hatte 2 Punkte. Ja. Nice Schwanzbro, ja? Nein. Der von Beruf Klempner ist. Ein Bruder. Mario. Richtig. Gott sei Dank. Im Jahr 1924 waren die Hälfte aller Autos auf der Welt von der Marke Ford. Wundert mich nicht. Sag mir doch aber mal lieber, wie heißt die rothaarige Katze, die am liebsten Lasagne isst? Garfield. Richtig. Die Teletubbies feiern bald wieder Jubiläum. Am 29. März 1999 wurde die erste Folge in Deutschland ausgestrahlt. Welche 4 Grundfarben haben denn die Teletubbies? Lila, grün, gelb und rot. Richtig. Na, mit so einer Frage kommt er hier durch. So eine Scheiße weiß ich. In diesem Jahr soll der 9. Teil der Fast and Furious-Reihe erscheinen. Habe ich gestern einen Trailer gesehen. Welcher Schauspieler, dessen Name wie ein Verbrennungsmotor klingt, soll Vin Diesel. Mann. Richtig. Ich dachte John Cena, weil der spielt den Bösen. Und der ist von Vin Diesel der Bruder und will ihn töten. Oh, was schafft sich denn für ihn? Das wäre eine mega Werbung. Das ist ein Placement, ja, Mann. Danke für die Produktplatzierung. Jetzt kommt die Schätzfrage. Geil. Und jetzt kommt die Masterfrage. Dadurch haben unsere beiden Ratefüchse die Chance, alles zu gewinnen, aber auch alles zu verlieren. Beide Spieler müssen mindestens einen Punkt setzen. Wie viele sie von ihren erspielten Punkten aufs Spiel setzen, bleibt ihnen überlassen. Wer die Frage richtig beantwortet, verdoppelt seine gesetzte Punktzahl. Der andere verliert seine gesetzten Punkte. Die Karten sind neu gemischt. Auf geht's! Tim setzt 3. Aaron setzt ein. Ich will jetzt eine Serie aufbauen. Ich habe seit einmal nicht verloren. Und auf die Rückseite der Tafel schreibt ihr jetzt eure Lösung. Denn ihr sollt die ja nicht vor dem anderen sagen, sondern eure Lösung aufschreiben, sodass der Gegner es nicht sieht. Wie viele Taxen stehen am Alex? Wie viele iPhones sind seit dem Release 2007 erschienen? Nur die Modelle. So, wir sehen uns morgen wieder. Umdrehen. Ich hab 25. Aaron sagt 25. Fuck, Alter, Tim nein, sagt ich hab 20. 20. Wir können natürlich jetzt Spannung aufbauen, ich zähle alle mal auf. Aber das ersparen wir uns, das sind nämlich 29. Ja! 8:0! Zweiter Sieg in Folge! Und das, obwohl ich Oppo nutze. Sonst irgendwas? Nö. Danke für die Einladung. Jetzt gibt's um Schnelligkeit, Hände in den Rücken. Halt deine Hände nicht so. Ah, du bist Rechtshänder, oder? So, ja. Dann muss die rechte Hand vorne sein, dass du die nicht mit der linken blockierst. Kümmere dich mal um deine Hände. So. Yeah. Wir fangen an. 2012 zahlte ein arabischer Prinz